Sehr geehrte Damen und Herren, bitte erheben Sie sich nun für den feierlichen Einzug des Rektorates und der Absolventinnen und Absolventen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Graduierungsfeier hier an der Pädagogischen Hochschule Steiermark in unserer wunderschönen Aula am Campus Hasnerplatz. Mein Name ist Susanne Lienhofer, ich leite hier das Zentrum für Internationales und Öffentlichkeitsarbeit und ich werde Sie durch den heutigen Festakt begleiten. Sie hörten eingangs das Brass Quintett mit Studierenden der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Sie spielten für Sie beim Einzug ein Menuett aus der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel. Ich bitte nun den Rektor der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Herrn Magister Dr. Herbert Harp, um seine Begrüßungsworte und die Festrede. Meine sehr verehrten Festgäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, Angehörige, Freunde und unserer Absolventen, ein herzliches Willkommen an Sie alle. Der heutige Festakt wird durch die Präsenz einiger hochrangiger Ehrengäste des öffentlichen Lebens ausgezeichnet. Ich freue mich über die Präsenz und der Vizepräsidentin des Landesschulrates und Mitglied unseres Hochschulrates, Frau Diplompädagogin Elisabeth Meixner. Ich begrüße den Vorsitzenden unseres Hochschulrates, Herrn Landesschulinspektor, Hofrat, Diplomingenieur Wolfgang Kugel. Ich freue mich über die Teilnahme eines weiteren Mitgliedes unseres Hochschulrates. Ich freue mich über die Präsenz von Frau Universitätsprofessor Dr. Elke Gruber. Auch ein ehemaliges Mitglied unseres Hochschulrates, Präsident außer Dienst des Landesschulrates, Herr Hofrat Magister Dr. Horst Lattinger ist unter uns. Herzlich willkommen. Ich freue mich über die Anwesenheit eines Ehrensenators unserer Hochschule, Herrn Oberstudienrat Hofrat Magister Heribert Distler. Und über die Anwesenheit des emeritierten Direktors der ehemaligen Pädagogischen Akademie, Herrn Hofrat Dr. Roland Schweizer. Applaus
ein herzliches Willkommen den beiden Vizerektorinnen, Hofrat Magister Renate Gmoser und Magister Dr. Regine Weidlanger. Ein herzliches Willkommen der Leiterin des Institutes 2, Frau Magister Dr. Erika Rottensteiner. Und der Verwaltungsdirektorin unserer Hochschule, Frau Diplompädagogin Margit Kaplan. In Vertretung aller Lehrbeauftragten in diesem Masterstudium-Lehrgang begrüße ich sehr herzlich die Koordinatorin des Studiengangs, Frau Magister Dr. Evelyn Erlitz-Lannecker. Sowie eine Pionierin der ersten Stunde in diesem Bereich, sie ist heute etwas gehandicapt durch eine Fußoperation, Frau Professor Oberstudienrat Hertha Eichtinger. Bleibt sitzen, bitte. Mein ganz besonderer Willkommensgruß gilt heute aber Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, die Sie nun im Mittelpunkt dieser akademischen Feier stehen. In wenigen Minuten wird Ihnen zum Abschluss Ihres Studiums der international anerkannte akademische Grad eines Masters verliehen. Wir alle in diesem Saal freuen uns mit Ihnen über Ihren Studienerfolg. Ihren Studienerfolg verdanken Sie in erster Linie sich selbst, Ihrer Begabung, Ihrem Einsatz und Ihrer Zielstrebigkeit. Es ist nicht so einfach, nebenberuflich ein schwieriges Studium zu absolvieren. Sie verdanken Ihren Studienerfolg selbstverständlich auch der Unterstützung, die Sie von Ihrer Familie und von Menschen erhalten haben, die Ihnen nahestehen und denen Sie heute ebenfalls eine große Freude bereiten. Gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrem erfolgreichen Abschluss des Studiums, auch im Namen der beiden Vizerektorinnen, im Namen der Institutsleitungen, im Namen des gesamten Professorenkollegiums und im Namen der Damen und Herren unseres Verwaltungsteams. Mit der Verleihung des akademischen Grades haben Sie die Berechtigung erworben, nicht nur im Lehrberuf tätig zu sein, in einer vielleicht höheren Funktion sogar. Sie haben mit der Berufsausbildung abgeschlossen, aber Sie haben darüber hinaus etwas erworben, das mehr ist als eine berufliche Qualifikation. Sie haben etwas erworben, das wir in unserer Sprache mit dem schönen Terminus Bildung bezeichnen. Übrigens ein Terminus, den es in dieser umfassenden Bedeutung eigentlich nur in unserer Sprache gibt. Im Allgemeinen versteht man unter akademischer Bildung die Kompetenz des erweiterten Denkens. Diese Kompetenz macht vieles möglich. Erweitertes Denken ermöglicht zum Beispiel einen erweiterten Blick auf diese Welt. Von seinem Fenster aus nicht nur den Innenhof, nicht nur die Straße, nicht nur die Stadt oder den Stadtteil, sondern ein Bild von der ganzen Welt vor Augen zu haben. Erweitertes Denken ermöglicht die Perspektive eines Weltbürgers. Erweitertes Denken bedeutet auch, das werden zu können, wozu man besonders befähigt ist. Das zu werden, was potenziell an Begabung in einem schlummert. Erweitertes Denken bedeutet, das Leben nicht als etwas zu betrachten, sondern immer auch als Gelegenheit zu etwas. Der Abschluss Ihres Studiums ist eine weitere Gelegenheit, nämlich die Gelegenheit, sich auf seine besonderen Talente zu konzentrieren und sie zu seiner Sache zu machen. Was der Mensch ist, das ist er durch die Sache, die er zu seinen macht. An diesen Befund des Philosophen Karl Jaspers darf ich in diesem Zusammenhang erinnern. Erweiterte akademische Bildung verpflichtet auch
zu einer besonderen Achtsamkeit gegenüber der Menschenwürde. In Kürze werden Sie dazu ein Gelöbnis ablegen. Mit diesem Gelöbnis verpflichten Sie sich, in Ihrem zukünftigen Wirkungsbereich im Besonderen auf eine Kultur des zwischenmenschlichen Respekts zu achten und diesen auch einzufordern und zu verteidigen, sollte sich das einmal als notwendig erweisen. Eine abschließende Bemerkung. Sie stehen ab heute am Anfang eines vielleicht neuen Lebensabschnittes, vielleicht in einer neuen pädagogischen Funktion. Jeder Anfang beginnt mit einem Ende. Mit dem heutigen Tag zählen die Jahre, die Sie an Ihrer pädagogischen Hochschule verbracht haben, bereits zur Vergangenheit. Ab heute sind diese Jahre zu einem festen Bestandteil Ihres Lebens geworden. Wir hoffen, dass Sie sich einmal gerne an die Vergangenheit in diesem Haus erinnern, vor allem, dass Sie von Ihrer Hochschule die Erfahrung mitnehmen, dass der Zugewinn an Wissen und Können eigentlich Freude bereitet. Lernen bedeutet, Freude an der eigenen Weiterentwicklung zu empfinden. Einer meiner Kollegen hat diesen Sachverhalt sehr treffend ausgedrückt. Er definierte Lernen als die Vorfreude auf sich selbst. Daher bitte bleiben Sie dran. Die Erfahrung der eigenen Kompetenz ist nachweisbar eines der wichtigsten Sinnmotive im menschlichen Dasein. Ganz besonders gilt das für den Lehrberuf. Zum Abschied ein persönliches Anliegen an Sie, liebe junge Kolleginnen und Kollegen. Wo immer Sie auch in Zukunft tätig sein werden, verstehen Sie sich bitte auch als Botschafter Ihrer pädagogischen Hochschule. Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen alles, alles Gute.
Sie hörten soeben den Chor der Pädagogischen Hochschule Steiermark unter der Leitung von Kollegen Markus Zwitter am Klavier. Sie haben für Sie das Lied As the Deer gesungen. Ich bitte nun den Vorsitzenden des Hochschulrates der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Herrn Hofrat Diplom-Ingenieur Wolfgang Gugel, um seine Grußworte. Sehr geehrte Festgäste, sehr geehrte Damen und Herren, die dieses Studium hier absolviert haben, eigentlich nur ein Herr, Einzahl wäre gerecht. Ich überbringe Ihnen die Grüße und die Gratulationen des Hochschulrates der Pädagogischen Hochschule der Steiermark. Persönlich bin ich froh, dass ich an diesem Festakt teilnehmen kann, in dieser sehr dichten Zeit der Reif- und Diplomprüfungen. Es ist schon ein besonderer Festakt, nämlich diese Verleihung der ersten Masterdiplome dieses Hauses. Und sie sind ein Zeichen dafür und auch ein Beleg, meine ich, für die programmatische Entwicklung und Ausrichtung dieser pädagogischen Hochschule. Und ich meine das auch in Bezug auf die künftige Pädagoginnenbildung neu. Werte Absolventinnen und Absolventen, der Rektor hat schon vieles angedeutet, nach erfolgreicher Absolvierung Ihres Masterstudiums werden Ihnen mit diesem Diplom, das Ihnen heute überreicht wird, Kompetenzen werden Ihnen bestätigt und somit auch verbrieft, welche Ihnen den Start, vielleicht eine Neuausrichtung oder durchaus auch eine Weiterentwicklung in der beruflichen Welt, in diesem breiten beruflichen Feld der Gesundheitspädagogik und Gesundheitsförderung ermöglichen. Dass Ihnen dies gut, ja ich meine bestens gelingen mag, wünscht Ihnen der Hochschulrat von ganzem Herzen. Auf diesem Weg, meine ich, begleiten Sie unsere Glückwünsche. Herr Präsident Erlis, der hier nicht anwesend sein kann, der Herr Präsident vom Landesschulrat, mit dem sprach ich kurz davor, am Vormittag, und er meinte, ich kann Ihnen Folgendes mitteilen. Der Landesschulrat hat die feste Absicht, und das ist schon weit gediehen in Gesprächen, Frau Vizepräsidentin wird es vielleicht bestätigen, Absolventen, Absolventinnen dieses Studiums in der Schule einzusetzen, eben im Bereich Gesundheitsförderung, in Projekten, Programmen der Gesundheitspädagogik. Am Ende meiner Grußworte möchte ich mich im Namen des Hochschulrates bedanken bei jenem Mitglied der Pädagogischen Hochschule Steiermark, welches dieses Masterstudium initiiert, entwickelt, lehrend begleitet und somit maßgebend geprägt hat. Herzlichen Dank bei Ihnen, Frau Hochschulprofessorin Dr. Evelyn Erlis-Lanecker. Bitte sehr. Ich denke, Sie können heute stolz sein auf Ihre Absolventinnen und Absolventen. Ich danke für die Bemühungen, aber auch aller anderen, die hier mitgeholfen haben, dass dieses Studium gut ausgerichtet und organisiert werden konnte. Und das sage ich auch im Namen der Frau Professorin Dr. Erlis. Ich habe mit ihr vorher darüber gesprochen. Und vielleicht noch etwas, dass die Qualität auch dieses Studiums zeigt. Dieser Studiengang, dieser Masterstudiengang wird von der Universität Graz übernommen in einem Studienkooperation, sodass wir künftig die volle Anerkennung auch der Universität haben werden. Und ich glaube, mehr muss man zu der Qualität eines Studiengangs nicht sagen. Ich schließe nochmals mit den Wünschen an Sie, meine Damen und Herren, die das Studium absolviert haben, alles Gute für die Zukunft, meine Damen und Herren Master.
Sie hörten wieder den Chor der Pädagogischen Hochschule Steiermark mit dem Lied Always Be a Child, Sologesang Verena Papst und Julia Petritsch. Liebe Absolventinnen, lieber Absolvent, bitte erheben Sie sich nun für das feierliche Gelöbnis. Dafür bitte ich Frau Vizerektorin Magister Dr. Regina Weidlaner ans Rednerpult. Liebe Kolleginnen, lieber Kollege, Sie haben Ihr Studium gemäß den geltenden Vorschriften abgeschlossen, die vorgeschriebenen Prüfungen abgelegt und die geforderten schriftlichen Arbeiten verfasst. Sie haben ersucht, die Verleihung des akademischen Grades in feierlicher Form zu bestätigen. Sie werden nun eingeladen, zu versprechen, sich stets so zu verhalten, wie es Ihre akademische Ausbildung gebietet. Sie wollen also versprechen, die Kenntnisse und Fähigkeiten, die Sie erworben haben, zu pflegen und ständig durch Fortbildung zu erweitern. Ihr Wissen und Können zum Wohle der Menschen ohne Ansehen der Person einzusetzen, die Menschenwürde zu achten, der Pädagogischen Hochschule Steiermark in Treue verbunden zu bleiben und sich des verliehenen akademischen Grades in Leben und Beruf würdig zu erweisen. Sind Sie bereit, dies nach bestem Wissen und Gewissen zu versprechen? Nachdem Sie nun dies feierlich versprochen haben, wird Ihnen der akademische Grad Master of Arts verliehen. Bevor wir nun zur feierlichen Verleihung der Urkunden schreiten, bitte ich Frau Amtsdirektorin Gabriele Grübler, Leiterin der Studien- und Prüfungsabteilung, zu uns auf die Bühne. Weiters bitte ich den Rektor Dr. Herbert Harp, die Vizerektorin für die Weiterbildung an der Pädagogischen Hochschule, Frau Magister Renate Moser, und Frau Dr. Evelyn Erlitz-Lannegger, die Leiterin des Hochschullehrganges, auf die Bühne. Wir beginnen mit der ersten Gruppe der Absolventinnen des Hochschullehrganges mit Masterabschluss Gesundheitsförderung und Gesundheitspädagogik. Ich bitte Sie, auf die Bühne zu kommen. Ich werde den jeweiligen Namen aufrufen und dazu das Thema der Masterthese. Frau Aufwecker Andrea, Master of Arts. Thema der Masterthese: Abenteuer Essen, Ernährungsverhalten und Bewegungsmangel als Ursache für Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter. Frau Berger Eveline, Master of Arts, Thema der Masterthese, aus Vergangenheit Zukunft gestalten, Darstellung und Analyse einer Fallgeschichte. Frau Gaksch Lydia, Master of Arts, Thema der Masterthese, langfristige Einflüsse einer suchtpräventiven Kurzintervention auf die Konsumprofile von 10-Jährigen. Frau Hoffmann-Theresa, Master of Arts, gesunde Jause, Ist-Analyse der Ernährungsgewohnheiten, der Nahrungsversorgung und des Wissensstandes über gesunde Lebensmittel von Volksschulkindern im Schulalltag.
Frau Kückmeier-Sarah, Master of Arts. Supervision als Möglichkeit der Stressbewältigung bei Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrern. Sie können wieder Platz nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Bitte nun die zweite Gruppe der Absolventinnen und des Absolventen des Hochschullehrganges mit Masterabschluss Gesundheitsförderung und Gesundheitspädagogik zu uns. Herr Leopold Gerhardt, Master of Arts, Mobbing in der Schule, Prävention und Intervention. Frau Schober-Haberl-Christine, Master of Arts, Gesundheitsförderung braucht die Lehrkraft. Gegenwärtige Haltungen und Einstellungen der Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer eines steirischen Schulbezirks. Frau Sulzberger Victoria, Master of Arts, Dragonfly sei dabei, ein karitatives Laufprojekt als Beitrag zum Wohlbefinden an der Schule. Frau Michaela Taus, Master of Arts, wenn Computerspielen zur Sucht wird. Herzlichen Glückwunsch. Bitte auch das Rektorat wieder die Plätze einzunehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind nun am Ende der heutigen Graduierungsfeier angelangt. Die Fotos finden Sie, wie bereits eingangs erwähnt, in Kürze als Download auf unserer Website www.phsd.at. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Pädagogischen Hochschule Steiermark darf ich Sie zu einem Sektempfang gleich gegenüber im Multifunktionsraum einladen. Liebe Absolventinnen, lieber Absolvent, ich wünsche Ihnen im Kreise Ihrer Familien und Freunde heute noch einen schönen Nachmittag und Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, vor dem feierlichen Auszug des Rektorates und der Absolventinnen und Absolventen bitte ich Sie, sich zu den Klängen der Landeshymne zu erheben.